Diese verdammten Schweine. Was stimmt mit denen nicht? Okay, dann sehen wir uns mal ein bisschen um. Ah, das nehmen wir mit. Ich habe so ein Gefühl, wir können hier nicht wirklich dran vorbeischleichen. Na toll. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Und sonst? Nichts. Das Fass. Besetzen. Na besetzen, nehmen wir mit. Ich habe so ein ganz mieses Gefühl. Hier wird es gleich verdammt ungemütlich. Ja klar, das haben sie gehört. Dann mal los. Okay, ja, ja. Weg, weg, weg! Aus dem Weg! Oh, ein Ausgang? Oh. Wohl eher doch nicht. Kein Ausgang. Glotz nicht so blöd. Okay, weg, weg, weg. Wie komme ich an denen vorbei? Da rein? Lieber nicht. Sackgasse. Okay, lauf. Was mache ich hier? Was ist mein Ziel? Weglaufen? Kann ich jetzt durch das Tor, aus dem dieser verrückte Freak mit der Kettensäge gekommen ist? Also hier schon mal nicht. Au! Ah! Das hat wehgetan. Geh! Nein! Nein! Lass mich los! Oh nein, da kommt er! Weg, weg, weg! Puh. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Was soll ich tun? Was ist mein Ziel? Eine Kuh. Schreibt es auf die Rechnung. Boah, da habe ich den Stall wohl angezündet. Überall. Puh, das nehme ich mit. Au! Ah. Überall sind diese Mistviecher. Das ist wirklich das Dorf der Verdammten. Oh nein, nein, da sind ja auch welche drin. Lasst mich los! Okay, am besten nirgends reingehen. Immer schön in der offenen Gegend bleiben. Oh, das brennt aber ganz schön. Was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung, was mein Ziel gerade ist. Oh ja, das ist gut. Hier lang. Ah, sehr schön. Freie Gegend. Keine Leute. Nehme ich mit. Und tschüss. Ja, keine Ahnung. Dann fange ich mal an, ein paar zu erschießen. Was soll ich sonst machen? Oh, 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 ich höre ihn hinter mir. Weg, weg, weg. Ach, hau doch ab, du. Ja, Schießpulver. Das wäre nice. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wollt ihr mich verarschen? Aber echt. Wollt ihr mich verarschen? Ja, viel Patronen habe ich nicht mehr. Bald ist der Ofen aus. Was denn nun? La
Arsche. Okay. Einfach nur überleben. Die Zeit abwarten. Komm, Condor One. Es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Also dieses abgelegene Kaff auf irgendeiner Karte verzeichnet wäre, Lady. Okay, auf unserer Karte schon. Aber okay, wir hätten uns die ganze Munition sparen können und einfach nur immer im Kreis laufen. Immer nur im Kreis laufen und nicht treffen lassen. Bis die Kirchenglocken bimmeln. Das wäre alles gewesen. Simpel, einfach, naja, und ehrlich gesagt, langweilig. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir hier doch jede Möglichkeit, um uns mal genauer umzusehen und alles zu plündern. Das gefällt mir schon besser. Komme ich da hoch? Nee. Gut, sehen wir uns die Gegend mal genauer an. Was haben wir denn da? Kunstvolle Halskette. Oha. Schätze kombinieren. Unter Wichtiges und Schätze können Sie sich Ihre gesammelten Schätze ansehen. Manche Schätze können Sie zu einem höheren Preis verkaufen, wenn Sie sie mit Edelsteinen besetzen. Das merken wir uns. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Edelsteine finden. Aber nachdem diese verdammten Dorftrottel jetzt endlich weg sind... Oh, kann ich da hoch? Ja. Sehen wir uns hier mal genauer um. Sind alle in die Kirche? Was machen die da drin? Bingo? Okay. Das kam überraschend. Eieieiei. Aber erspart mir das Runterklettern. Ging wesentlich schneller. Einwandfrei. Okay. Was gibt es denn hier alles? Rohstoffe. Erste Hilfespray. Das werde ich gleich mal einsetzen. Ich glaube, das brauche ich sowas von. Hätte ich von Anfang an gewusst, was ich hätte tun sollen, dann... Oh. Eine Winchester. 870. Oh ja, das ist perfekt. Hat sich schon gelohnt, ey. Sehr schön. Ich glaube, die werden wir noch brauchen. Handgranate. Sag mal, auf was haben sich diese Dorfdeppen denn vorbereitet? Hey, das ist doch Schmuck. Will ich mitnehmen? Es gibt doch Pesetten. Flintenmoon. Immer ein Genuss. So, soll ich da durchspringen? Lieber nicht, wir sind hier am ersten Stock. Nicht, dass ich mich noch verletze. Ja, aber die Flinte, die hat sich gelohnt. Oh, was kann ich hier machen? Ich hätte mich verbarrikadieren können. Ja, okay.
Aber ich glaube, die sinnvollste Methode ist, dadurch, dass man ja nichts machen muss, außer die Zeit totzuschlagen, einfach immer im Kreis rennen. Fertig. Hätte ich das mal früher gewusst. Naja. Dann hätte ich mir einiges an Munition sparen können. Aber ich denke, wir werden hier beim Plündern wieder genug finden. So, erstmal nachladen. Was haben wir denn da? Nice. Ah, besetzen. Okay. Wo waren wir noch nicht? Ein braunes Hühnerei. Okay. Was macht das denn? Hier könnten wir auch mal Ordnung schaffen. Erste Hilfe, Spoy. Ja, gleich mal nehmen. Das ist wichtig. Okay. Gut. Schaffen wir mal etwas Ordnung. Nur ein bisschen, aber es gehört dazu, wenn wir schon so einen schönen Koffer haben. Ich weiß zwar nicht, wo und wie er den mitführt, weil wir haben weder einen Koffer noch einen Rucksack. Ja, vermutlich steckt er in der Hosentasche, wer weiß. Schaffen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Ordnung hier. So, das dahin. Granate hier hin. Oh, noch eine zweite. Stimmt, die haben wir vorhin gefunden. Gut. Hühnerei. Ein braunes Hühnerei stellt etwas Gesundheit wieder her. Okay, werden wir bei Gelegenheit mal ausprobieren, wie viel Gesundheit es wirklich erstellt. Wir werden es bald wissen. Wie mache ich das denn hier? Das Messer wieder darunter. Pflanze ich mal hier hin. Das hier hin. Und das in die Reihe. Ja. Soweit, so gut. Okay, diese Mischung gibt mir das Dreifache von einem einfachen grünen Kraut an Energie zurück. Das ist schon mal eine gute Mischung. Also wenn man rotes Kraut mit grünem kombiniert, dreifache Wirkung. Lohnt sich. Der Besetten. Der Besetten nehmen wir mit. Okay, was gibt's hier noch? Oh, das geht kaputt. Alle Kisten und Fässer, die wirklich komisch aussehen und im Grunde gar nicht hier reinpassen, die kann man zerstören. Rotes Kraut. Very nice. Gut, gleich mal kombinieren. Oh, okay, grün und rot. Das hier haben sie komisch gemacht. Das ist unübersichtlich. So. Pistolenmunition, da brauche ich 5. Für Flintmunition 12 und 1. Ich habe 11. Ich brauche nur noch 1. Dann kann ich mir Flintenmunition herstellen. Ja, ich glaube, da warten wir, bis wir noch dieses eine Schießpulver finden. Und dann stellen wir Flintenmun her. Ich denke, dass wir Pistolenmunition genug finden werden. Aber Flintenmun, die wirklich durchschlaggebend ist. Oh! Entschuldigung. Ich wollte nur wissen, ob es geht. Es geht. Entschuldigung. Okay. Naja, wie gesagt, Flintenmoon, denke ich, ist wichtiger. Die ist durchschlagskräftig. Kraft.
und wird selten auftauchen. Deswegen stellen wir uns lieber Flintenmoon her. Verschlossen. Ein verdammter Jammer. Komm schon, tritt das Scheißding doch auf. Oh, ein braunes Hühnerei. Dankeschön. Jetzt gehe ich mal kurz hier entlang, denn da habe ich auch auf welche geschossen. Vielleicht haben die auch irgendwas verloren. Nein, schade. Hier drinnen. Ja, verschlossen, okay. Ah, besetzen. Ja, dadurch, dass hier so vieles verschlossen ist, denke ich, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal hierhin zurückkommen. Oder zurückkommen können zumindest. Ich hoffe, wir müssen nicht den ganzen Weg zu Fuß laufen, wenn wir dann erstmal 2 oder 3 Abschnitte weiter sind. Schatz. Erweiterte Karte. Na, die haben wir. Und das wollen wir natürlich auch. Ja, da werde ich nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Nicht? Jojo. Gut. Diese Leute sind krank. Ja. Definitiv. Definitiv, Leon. Okay, das war doch hier mit diesem Schatz. Ja, aber hier geht's nicht rein. Und hier, dem Symbol nach zu urteilen, brauchen wir eine zweite Person. Jemand, der uns hilft. Ja, da werden wir definitiv später nochmal herkommen. Oder herkommen müssen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Gut, soweit so gut haben wir schon mal alles abgegrast. Denke ich. Ja, wollen wir mal einen Blick in die Kirche werfen? Ah, ist ja klar. Brauchen wir irgendwas. Hier war ich auch schon, da geht's nicht weiter. Ja, werfen wir mal einen Blick auf die Karte, nicht? Okay, da hinter mir und dann rechts. Das sieht es doch so aus, als sollte es weitergehen. Verschlossene Schublade. Ja, das ist der Durchbruch, da brauche ich eine zweite Person für diesen Schatz. Okay. Hinter mir und dann rechts. Sehen wir uns das mal genauer an. War ich da schon drin? Nein. Oh, sieh einer an. Ein Rubin. Den können wir doch sicherlich einsetzen in diese Halskette oder was das war. Und da drüben? Oh, Pistolenmunition. Nehmen wir sehr gerne. Okay, dann sehen wir uns das mal an. Das Ei kommt hier mit hin. So, zick, zack, zuck. Und wie war das gleich? Was muss ich hier? Ah, Rubin. Einsetzen. Anklicken. Ah, okay. Eingesetzt. Plus 3000 Pesetten. Okay, verstehe das System. Mhm. Passt. Gut, hätten wir das auch geklärt. Das mit dem Herstellen hier. Aufträge? Gibt's keine? Funk, das haben wir ja live mitgekriegt, das muss ich nicht nochmal lesen. Und Protokolldaten gibt's auch keine. Okay, verlassen wir dieses Dorf und gehen weiter zum See.